So, einen habe ich noch. Ich habe entdeckt, dass da dunklere und farbigere, also bronzefarben, so beige, rot, braun, welche sind. Und ich habe jetzt hier den silbernen eingesetzt. Kann man den sehen? Der passt nämlich besser zu denen. Ein silbernes Weibchen ist zwar ein bisschen farbiger als die und ein bisschen dunkler, aber der könnte klappen. Die passen auch besser zusammen. Okay, und jetzt zeige ich euch noch mal hier. Hier könnt ihr sehen, hoffe doch, ihr könntet sehen, gibt es dunklere und hellere und farbigere und nicht farbigere. Und diese Farbigen werde ich natürlich weiter züchten. Deswegen werde ich die rausholen und dann werden wir gleich mal ein Experiment machen, weil die Farbigen sind nämlich zwei Weibchen und bei den Nicht-Farbigen sind fünf Männchen. Deswegen werden wir jetzt die fünf Männchen mal in ein Extra-Gefäß packen und gucken, ob daraus ein Weibchen wird. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich werde euch natürlich informieren. So, wie ihr hier seht, habe ich noch das grüne Wasser angesetzt wieder. Und ihr seht, das geht relativ schnell. Ich habe ungefähr 10 Liter noch grünes Wasser gehabt. Das habe ich jetzt hier reingekippt und das braucht Sonne. Und leider war die Sonne nun ja nicht vertreten die letzte Woche. Also wenn, dann sehr sporadisch so, dass es nicht gereicht hat. Und dann war es auch ein bisschen kühl, dann war es wieder zu warm, wie immer. Aber jetzt habe ich wieder schön grünes Wasser angesetzt, auch wenn es jetzt ungefähr noch eine Woche dauert, es geht richtig grünes Wasser ist. Kein Problem. Es soll ja jetzt mal vielleicht ein paar Tage nicht regnen. Lassen wir uns überraschen. Sehen wir dann weiter. Okay. So, das sind die fünf Stück, die ich ausgesucht habe. Dabei sind zwei Weibchen und die anderen sind umgesetzt worden. Okay. Dann werden wir mal sehen, wie das Experiment endet. Wünsche ich euch viel Spaß. Tschüssi. So, heute möchte ich euch mal die Black and Red Larven zeigen. Also die sind wirklich wunderschön. Die haben eine fantastische Farbe. Ich habe auch 7 Stück, aber leider nur ein Weibchen. Es ist kein Wunder, ich habe immer gesucht nach den Eiern. Und ab und zu waren jetzt welche da. Aber es ist kein Wunder, dass die nicht gelegt hat, weil die war völlig unter Stress. Mit 6 Männern, da wurde die wahrscheinlich ziemlich gejagt. Aber die sind wirklich die haben eine fantastische Farbe. Eine haben schwarze Streifen. Aber im Großen und Ganzen sind sie mehr diese braun. Orange-braun, bronzefarbene mehr. Ja, Bronze kann man dazu sagen. Von oben sehen sie natürlich sowieso aus wie Bronze. Schade, jetzt scheint hier nicht die Sonne. Also sie sind wirklich fantastisch. Sie sehen von oben wie von der Seite sehr schön aus. Was ich jetzt machen werde, ist ganz einfach. Ich nehme jetzt das eine Weibchen und 2 bis 3 Männchen und werde die extra setzen. Und die restlichen Männchen kommen zu den Nameless, weil die sehen den sehr ähnlich, aber haben bedeutend mehr Glimmer und sind auch viel farbiger. Also, und dann, liebe Züchterin, möchte ich nochmal an dich wenden, dann kriegst du auch welche ab, wenn das klappt. Weil du wolltest ja so eine haben. Also die sehen wirklich sehr schön aus. Von oben sieht man mehr die Farben. Also da sieht man, dass da ein bisschen schwarz drin noch ist bei einigen. Bei den anderen weniger. Und ich werde die ein bisschen weniger Farbe haben nehmen. Weil diese schwarz haben. Damit die praktisch exakt genauso aussehen. Schade, die schwimmen immer weg, wenn ich rede.
Also die sehen wirklich fantastisch aus. Ich lasse jetzt mal kurz laufen. Mal gucken, ob sie näher rankommen. Schneidet denn zusammen, sodass er die mal sieht in ihrer vollen Schönheit mit ihren blauen Augen. Strahlend blaue Augen noch dazu. Also es ist wirklich, also es ist der schönste Fisch, muss ich sagen. Schaut euch den an. Hier seht ihr den. Er hat diesen Glitter, der Gold glittert. Also wirklich, der Glitter ist fast Gold. Diesen bronzenen Rücken und den silbernen Bauch. Also das ist hier wirklich sehr stark ausgeprägt. Die sehen fast aus wie die Nymphen, bloß viel intensiver. Also wirklich wesentlich intensiver die Farbe. Man kann das kaum beschreiben. Also das sind, und ich denke, die wirken im Aquarium genauso. Also das sind wirklich wunderschöne Fische von oben wie von der Seite. Die sind wirklich für beide Seiten gedacht, geeignet. Kann man gut weiter züchten. Die werde ich auch weiter züchten. Und wie gesagt, jetzt setze ich erstmal die drei Rennen und dann sehen wir uns weiter. So, kleines Update. So, die muss ich natürlich hier füttern. Machen wir mal Raubtierfütterung. Ja. Ja, hallo nochmal. Also nachdem ich jetzt eine warme Nacht hatte von 19 Grad, haben alle auf einmal Eier gelegt. Und ich hatte Rücksprache gehalten mit der Züchterin und habe mir auch noch ein paar japanische Videos angeguckt, wie ich das jetzt löse, weil ich ja hier nur ein Weibchen hatte. Und wenn ihr da hinten seht, habe ich eine Yangufei dazu gesetzt, ein Weibchen und einen von den Nebendes. Hier kann man auch erkennen, wie dunkel die Nebendes sind gegenüber den Red and Black Lahm. Es ist schon ein extremer Unterschied. Also es wird gesagt, man soll ein Männchen, kann man auf drei Weibchen setzen, aber nicht drei Männchen auf ein Weibchen. Das geht nicht. Also, und deswegen habe ich jetzt gemacht, drei Weibchen auf fünf Jungs. Ich denke mal, das Verhältnis wird vertretbar sein. Ich gucke mir das jetzt an, ob sie die überhaupt annehmen. Weil Medakas, sie haben ja ein Gedächtnis. Und wenn die jemanden nicht kennen, dann sind die nicht sehr begeistert davon. Und jetzt warte ich mal eine Nacht ab. Normalerweise die Japaner empfehlen, den kurz reinzuhalten, ihnen zu zeigen, den neuen Fisch, und dann nächsten Tag erst reinzusetzen. Das ist mir aber ein bisschen umständlich, deswegen probiere ich das jetzt mal so. Bin gespannt, ob das klappt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man hier die Unterschiede sieht. Da hinten, der Yangufei ist schon ein bisschen dunkler. Oh, aber der Nebendes, der ist wirklich sehr dunkel dagegen. Und auch größer. Guck mal, ob man das von hier auch sehen kann, wenn sie rüberkommen. Ja, leider ist das nicht so zu erkennen. Die Sonne ist nicht gerade immer da. Ich probiere mal, euch Bilder zu zeigen. Ich werde mal ein Stück filmen und dann schneide ich mal ein Stück raus. So, ich hoffe, das gefällt euch ein bisschen. So kann man ein bisschen besser erkennen. Ich schwimme natürlich vor der Kamera jetzt erstmal weg. Aber man erkennt, dass dieser Nebendes ist wirklich sehr groß, also ungefähr einen halben Zentimeter größer als die anderen. Und der Yangufei ist so ein bisschen kleiner, aber liegt trotzdem, so gibt auch kleinere Männchen für ihn. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Wie gesagt, drei Weibchen, die Yangufei, die Nebendes und die eigene Sorte eine. Und die werde ich jetzt umsetzen und dann will ich gucken, was daraus kommt. So, jetzt kann man sie schön sehen. Jetzt sind sie gerade vorbeigeschwommen. Aber der Nebendes, der ist ein bisschen schüchtern, ist auch klar. Der ist die ganze Zeit praktisch in den Bottich da drin und hat überhaupt nichts mit Menschen zu tun. Na gut, ich werde, wenn ich gespannt, was daraus kommt. Ich habe jetzt, jetzt schwimmt er gerade vorbei, der Nebendes.
Entschuldigung, wenn die Kamera ein bisschen wackelt, aber ich habe jetzt, das Stativ ist zu hoch. So, geht besser. Und der Nemnitz ist sehr dunkel gegenüber und nicht so farbvoll. Der hat zwar auch Farbe, aber die Red and Black Lahm, die sind wesentlich farbiger. Entschuldigung, wenn hier der Strom die ganze Zeit, das geht schon seit 3 Tagen so, stürmt das hier. Jedenfalls, der ist auf jeden Fall ein Stück größer und dunkler. Ich bin gespannt, was da für Junge rauskommt. Das ist ja das Schöne bei Medakas, man kann ja viel experimentieren. Und dann werde ich euch das zeigen. Okay, bis dann. Tja, wir sind in Berlin. Ein bisschen lauter hier. Ja, hier sind die Nameless und die Miyuki Blue mit drin. Da ist ja bloß ein Weibchen mit bei. Und die entlasse ich jetzt hier in die Freiheit. 90 Liter Kanister. Da können sie machen, was sie wollen. Vielleicht wandelt sich noch eins in Weibchen um. Dann lassen wir uns einfach überraschen. Und aber ansonsten haben sie hier vollkommene Freiheit und können machen, was sie wollen. Die werden gefüttert und sollen hier ihren Spaß haben. Das sind die, nehmen das die Silbernen, also die keine Farbe hatten. Die sind jetzt hier mit drin. Und eine auch, ein Weibchen, also auch kein bronzefarbenen Ton hatte. Die kommen jetzt hier alle mit drin. Und hier können sie frei und dadurch halt dann den anderen Behälter Platz für die anderen, für die Red and Black Lamb. So, mal gucken. Ich lasse immer ein bisschen, ich mache noch ein bisschen Wasser zu. Meistens lasse ich so lange für immer ein bisschen nach und dann schwimmen die irgendwann alle noch raus. Wenn sie sich dran gewöhnt haben, das Wasser ist nicht ganz so warm wie das andere. Ich habe hier 10 Liter Teichwasser drin und 70 Liter, 75 Liter normale Trinkwasser, weil das ja die Härte von 6,8 hat und dazu nochmal 5% grünes Wasser. Ihr seht, also man muss nicht so viel grünes Wasser nehmen. Man kann hier bis zum Boden durchgucken. Das vermehrt sich sowieso, Alina. Okay. So, hier mache ich es, wie es sein soll. Hier kommen die Morgengrün. Die Red and Black Lahm. Mit den Yanggu Fei und den Nameless. Weil man soll immer einen Tag warten. Wasser vorbereiten und dann einen Tag warten. Bei den anderen ging das jetzt nicht, weil ich aus Platzmangel, die hätte ich jetzt nirgendwo mit unterbringen können. Aber hier werde ich das so beibehalten. Und dann kommt hier wieder hoffnungsvoll mein Mob drin. Heute habe ich ungefähr 40, 50 Eier erntet. Ich bin ganz zufrieden damit. Das ist das erste Mal gewesen, dass ich so viele hatte. Aber die sind auch jetzt alle erwachsen nach der Zeit. Und jetzt könnt ihr noch mal in der Sonne sehen. Also seht ihr, wie wenig Blätter der Nameless hat da und wie viel die hier haben, die Red and Black Lahm. Also man sieht schon einen großen Unterschied zwischen denen. Der ist auch sehr dunkel, oder sie. Und die anderen sind heller, wesentlich heller. Natürlich haben sie auch dunkle Stellen, weil sie sind ja Red and Black Lahm. Und dann haben wir daneben den Yanggu Fei. Der hat ja schon einen gelb-orangen Ton. Ich hätte ja einen ganz roten, also einen echten Yanggu Fei oder einen echten Red King, wie er heißt. Aber den habe ich leider bis jetzt noch nicht bekommen. Okay, dann sehen wir uns, wenn es weitergeht hier.